Herzlich willkommen, ihr Lappen! Zu einer neuen Runde. Gothic 3, ich entleck mal eben. Ich muss mich wieder ein bisschen ducken hier. Wir betreten nun das höchste Gut der Orks. Na, was heißt höchstes Gut? Die oberste Anlaufstelle, wenn man mit Orks reden will. Den Hauptsitz von den Orks. Von Khan, dem Anführer der Orks. Oh, dahin wird schon gepumpt. Irgendwann ist doch das und gedanced. LOL. Da muss man hart durchgreifen. Hier geht die Party hart. Härter als ich dachte. Und es kommt noch schlimmer. Jo, also wir hören uns erstmal um. Korath. Alter, hier gibt es mehr als ich dachte. Wo ich habe schon vermutet, dass hier viel ist, aber okay. Wenn du was kaufen willst, brauchst du Gold. Ist richtig. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Das war's wieder für heute mit einer weiseren Weisheit. Ich will in die innere Burg. Kein Morat kommt in die innere Burg. Befehl von Khan. Ich warum? Weil du stirbst. Der Krieg ist noch nicht vorbei und so lange kommt kein Morat in die Burg. Soll ich das jetzt beeindrucken? Hä? Ich bin nur in der... Gibt es noch eine innere Burg? Also eine noch mehr innere? Komm, plus 3 altes Wissen. Nice. Die Morras haben keine Irre. Das ist ja interessant. Okay. Wir werden es ja sehen. Ich bin doch noch nicht einige ganz Dinge drin. Werden sich niemals ändern. That's what he also said. Mitch, was geht? Oh, guck mal. Ich brauche Nordmara Nebelgeist. Ich habe noch eine Flasche. Ah. Die kannst du haben. Wie viel willst du haben? Nun ja, ich bin zurzeit völlig pleite. Sagen wir 200 Goldstücke. Jo, easy. Ich will deinen Schnaps kaufen. Hier, danke für das Gold. Nice. So, wer bist du? Urgosch, Alter? Was willst du, Mora? Mau an! Ich will was kaufen. Nein, dir verkaufe ich nichts. Hey, wo ist dein Problem? Diskriminierung. Kein Problem. Du bist ein Mora. Ich verkaufe nichts an Mora. Rassismus! Rassismus! Was verlangst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche 3 Kronstöcke. Ja. Bringe sie mir. Dann können wir handeln und uns über Alchemie unterhalten. Weißt du, alles was klar. 3 Kronstücke für mich umgerechnet sind? Alles klar, by the way. Alles klar. Alter, 3 Kronstücke ist einfach mal, das sind umgerechnet, wie viel Stärke? Eintrag macht 8, glaube ich, Tukasch. Was willst du, Mora? Warum fragen immer alle, was ich will? Ich will kämpfen. Dann such dir wen, den du besiegen kannst. Was ist mit dir? Versuch's doch. Tarak setzt die Kämpfer an. Ist der, der geh zu ihm. Ne? Okay. Vigo. Wenn du kämpfen willst, melde dich bei Tarak. Alles klar. Er organisiert die Kämpfe. Alles klar. Tasche nimmst du riskieren. Mortas. Mortis. Oh, der hat gar nichts zu sagen. Okay, der ist einfach nur ein Kämpfer. Gut. Was haben wir hier noch? Misthaufen. Hier kacken alle hin. Geil. Immer noch ein Raum. Mhm. Jo, nichts Spannendes. Ach, warte hier. Ich wollte doch Pfeile schärfen, Mensch. Geht das hier? Guck mal, ich kann meine Schaufel und meine Hacke schärfen. Nee, das mache ich am Alchemietisch anscheinend. Warte, da hinten ist so, war doch ein Alchemietisch. Beim Schaman. Der Schamane, der auch noch eine Armbrust hin drauf hat, der ist sehr geil. So. Rezept schaffe dafür. Oh. Brauche ich Zähne noch für... Ich mache nicht gleich alle. Ich mache die Hälfte. So, weil vielleicht brauche ich Zähne noch für was anderes. Hä, jetzt habe ich doch so viele hergestellt. Egal. Ich packe die mal auf Platz 2 einfach. So. Die machen jetzt... Wie viel mehr Schaden? 30 Geschossschaden. Normale Pfeile machen... 0. Die machen 30 Schaden mehr. Holy fuck. Kann ich die jetzt noch schärfen? So wie Klingenbolzen? Ne, leider nicht. Na gut. Dann hören wir uns mal weiter um. Was haben wir hier? Hier geht's hoch. Nichts Spannendes. Nichts Spannendes. Wieder runter. So, was ist hier? Das ist eine Menge Kisten. Eine richtige Menge Kisten. Und hier geht's... Hier geht's hoch. Ton. Ton. Mhm. Ups. Kleiner Leck. So, was haben wir hier? Die chillen. Speerkrieger und Elitekrieger. Alter, hier hat man eine Aussicht. Also hätte man Aussicht. Oh, guck mal, da drüben.
Das sind sogar 4. Alter, das ist so eine krasse Burg, ne? Also, erinnert mich irgendwie an Stronghold oder so. Keine Ahnung, bei Stronghold, Stronghold 2 oder so, ist das letzte, was ich gespielt habe. Da konntest du so geile, übertrieben fette Burgen bauen, ey. Ach nee, warte mal. Hier kann man ja noch rüber. So, zum anderen Turm. Moin. Hier, geil. Ein ehrenvoller Kampf wäre mir lieber. Jo. Als was? So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Nur normale Truhe. Ich suche ja immer noch eine schwere Truhe, ne? So, Jungs. Ist hier noch wer? Nee. Das der Weg zum Pass. Wenn ich hier runterspringe, überlebe ich das? Müsste ich eigentlich. Ich speichere aber trotzdem. Nein. Ich überlebe das. Ja, easy. Ich glaube, ich kann sogar so weit runterfallen, wie ich will. So, Taro. Was willst du? Kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Meine Kämpfer kämpfen nicht gegen Morass. In deiner Arena kämpfen doch Menschen. Sie haben Stärke und Mut in den größten Arenen der Welt bewiesen. Ja, ich auch! Wenn du getan hast, was sie getan haben, darfst du hier kämpfen. Ja. Wann lässt du mich kämpfen? Wenn du die große Arena in der Wüste gewonnen hast. Hab ich. Sie ist in Morassul. Ja. Und nur die besten Krieger verlassen sie lebend. Ja, hab ich. Easy. Ich habe die große Arena von Morassul gewonnen. Dann bist du wirklich ein großer Krieger. Kann ja jeder behaupten. Meine Kämpfer fühlen sich geehrt, sich mit dir messen zu dürfen. Alter, krass, das ist hier die Oberarena vom Herrn. Ich will in der Arena kämpfen. Kämpft mit Vigo! Alles klar. So, vorher knabber ich noch an der Bulette. Schöne Berliner Bulette. So, Vigo, jetzt lass mal knacken, ey. Sag mal, was du kannst, Bursche. Alter, der hat dann mehr. Zeig mal, was du drauf hast. Da! Loi, ich kann nicht. Doch. Da! Mach schon! Nein! Ich bin in seine Klinge gelaufen. Guter Treffer! Da! Oh, der ist auf jeden Fall. Aber ich kämpfe auch. Da! Gerade wie ein Haufen Scheiße kämpfe ich. So, jetzt aber mal. Komm, jawoll. Oh, nochmal. Ruf bei den Orks plus 2. Krass. So. Damit zügig weitergeht, trinke ich mal einen Heiltrank. Ach ne, ich kann auch Fleisch essen. Ist einfach übel die Party. Vigo war kein Gegner. Beim nächsten Kampf gib mir einen echten Gegner. Ja. Ja. Yeah. Ich will in der Arena kämpfen. Tukas wird kämpfen. Der Sieger hat Ehre. Ja. Ich frage mich immer, ob die halt wirklich so behindert sprechen. Oder ob sie einfach jetzt halt kannst du zeigen, was du wert bist, ja. Nicht so gut mit der Morra-Sprache sind. Wisst ihr, was ich meine? Volltreffer. Es kann ja sein, dass sie entweder einfach nur so sprechen wie Tiere. Es kann aber ja auch sein, dass sie einfach quasi, dass man hier quasi, ja, mit Orks spricht, die oft nicht in ihrer Sprache, in ihrer eigentlichen Sprache sprechen. Würde auch erklären, warum man in Gothic 2 und 1 sich nie mit Orks unterhalten kann und die so dumm gegrinst haben immer. Tukas war zu schwach. Du bist ein guter Kämpfer. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Richtig. Ich bin bereit, in der Arena zu kämpfen. Du kämpfst gegen einen Menschen. Mortis ist ein starker und gefährlicher Krieger. Ja, ja. Kämpft gut. Ja, darauf eine Bulette. Schöne Hühnerkeule. So, rein. Kerngedanke. Rein. Komm her. Es gibt einen Kampf. Ja, ich komm doch her, du Lappen. Zack. Ja, ich muss den Abstand wahren. Alter. Zwei an Waffe wäre auch nicht mehr. Ja, easy. Da ist nichts mehr zu holen. So, jetzt, ich will einen Endgegner, Jungs. Könnt ihr gar nichts? Mortis ist besiegt. Jetzt bist du der stärkste Mensch in meiner Arena. Komm, sie alle dancen. Nur wenige Menschen haben es so weit geschafft wie du. Danke. Ich will gegen den Besten antreten.
Du hast Mut. Du forderst Mozart. Er wird zu dir in den Ring kommen. Wenn du diesen Kampf gewinnst, bist du mein Champion. Und damit ja der Champion aller Arenen, oder? Ich meine, der eben hat mich nicht mal angekratzt. So, du bist hier geiler Boy. Siehst ja nicht mal special aus, Alter. Niemand besiegt. Hey, 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 hey. Alter. So, jetzt wird mal zurückgeprügelt. Warte. Oh, das ist meine Stimme. Zack. Ja, komm her, Junge. In die Ecke mit dir. Zack. Damit bin ich der Boss vom Herrn, Alter. Was sind Orks? Hä? Rassismus? Hau ich weg. Ich bin Krieger. Wo ist der hin? Ich hebe den Stein. Ich bin Krieger. Ich hebe den Stein. Wo ist der Typ hin? Ah, da. Er danced jetzt. Ich habe gewonnen. Du hast meinen Respekt. Von nun an wird sich jeder in dieser Arena an deinen Taten messen. Oh. Als Gladiator hast du alles erreicht, was ein Krieger erreichen kann. Geil. Bester Gladiator der Welt, würde ich sagen. So, was geht bei dir? Kannst du mir was beibringen? Du hast bewiesen, dass du ein großer Krieger bist. Aber das reicht nicht, um ein guter Schmied zu sein. Ah, er Schmied. Um den Stahl zu formen, musst du vor allen Dingen stark sein. Siehst du diesen dicken Stein dort hinten? Jo. Wenn du ihn hochheben kannst, meine Frisur ist heute echt bist du stark genug. Ah, Bad Hair Day. Gut. Ich soll so einen scheiß Stein hochheben? Warte, habe ich dafür genug Stärke? Ey, Junge, lass mich mal. Bad, da ist doch genug Zeit zu reden. Komm, hau drauf, Junge. Nein, ich will. Da geht's zu Kahn in die innere Burg, glaube ich. Oder das hier? Lass mich mal. Bitte. Kämpfe mit Ehre. Noch ein anderes Moment. Bitte. Ich will kämpfe mit Ehre. Gib mir den Stein! Ich bin Krieger. Ich hebe den Stein. Das ist mir scheißegal, was du bist. Aber du sollst den verfickten Stein aufhören zu heben. Soll ich schlafen gehen bis nachts? Hat man dann, habe ich dann mehr Chancen, bessere Chancen, whatever? Später ist doch genug Zeit zu reden. Alter. Immer feste drauf. Das ist meine Meinung. Jo, immer feste drauf. Okay. Ich hau den gleich wieder an. Ich speichere mal. So, jetzt lasst bitte mal hier. Mann, und die scheiß Trommel regt mich ab. Es regt mich alles auf! Hey, pass auf! Immer feste drauf, das ist mein. Ich werde. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Hallo, ich will einen Stein hochheben. Kämpfe mit. Bring mich nicht aus dem Die Takt. Zeit zum Kämpfe Reden mit ist Ehre. Vorbei. Alter. Hey, du schlägst mich mal. So. Danke. So, easy. Meine Fresse, was küsst du den Stein? Was macht der da? So, dankeschön. Nee. Was jetzt hier? Aber es ist witzig, wenn ich eine Assassine umhau, werden alle aggro, aber ein Ork. Ja, die Orks ticken aber. Ich habe den Stein hochgehoben. Ich habe dich gesehen. Ich lehre dich meine Kunst. Geil. Ruf bei den Orks, ich krieg ja voll viel Ruf bei den Orks. Nur meine Knochen. Ich bin ein Krieger. Dann beweise es mir. Unten am Berg. Bei den Hügeln gibt es drei Trolle. Sind doch schon die Trolle sind erledigt. Dann bist du doch ein großer Krieger. Ja. Es macht mir Ehre, wenn du meine Waffen trägst. Gut. Zeig mir. Level up, ey. Das will ich nicht weiter tun. Okay. Warte mal. Bring was über Schmieden bei. Ach, das kann ich hier auch lernen. Okay. Mach ich aber noch nicht. So, du hältst mal deinen Maul, Alter. Wen gibt's hier noch? Habe ich jetzt mit allen gesprochen? Urgos, Kuratz, du warst ein Händler, ne? Erzähl mir was über Urgos. Er ist unser Schamane. Er kennt die Kraft der Pflanzen und der Magie. Er wird sich nicht mit dir abgeben. Er mag keine Moras. Wie komme ich an ihn ran? Frag ihn. Er wird dich prüfen, bevor er sich mit dir abgibt.
Okay. Tarok. Tarok ist der Arena-Master. Bei ihm kämpfen die besten Krieger der Orks. Du willst dort kämpfen? Dann zeige ihm, dass du gut bist. Wie? Die Morras in Taroks Arena haben in vielen Arenen unseres Reichs gewonnen. Wenn du soweit bist, wird er dich kämpfen lassen. Zakosch. Viele wollen eine Waffe von Zakosch. Seine Klingen sind stark und scharf. Genauso stark wie sein Stolz. Und das heißt? Er gibt seine Waffe nur Kriegern, die er verwirrt. Viele ja. Krieger müssen große Taten. Ja, das hatte ich doch jetzt alles. Gut. So, jetzt hier rein. Was ist hier? Hier ist nichts. Oder? Nö. Okay, dann gehe ich jetzt mal. Ach, guck mal, hier ist noch was. Auch nur ein Bett. Scheiß Regen. Hier ist eine Baracke. Mhm. Hier geht's nochmal hoch. Okay. Gut, dann muss ich jetzt irgendwie zu Khan kommen. Ich weiß noch nicht wie, aber das werde ich wohl gleich erfahren. Halt! Keinen Schritt weiter! Warum ist denn der so leise? Du bist kein Freund der Ach, lol. Ich vertraue dir nicht. Okay. Ja gut, dann hat sich das ja eh erledigt. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht oder wusste ich nicht, dass man da Ruf für braucht. Dann sind wir in Faring durch, wa? Ja gut, die drei Kronenstöcke. Ah ja, den Schnaps kann ich noch Mojok bringen, genau. Das kann ich noch machen. Nein, ich halt nicht mehr Maul. So, und dann können wir nach Vanguard, Jungs und Mädels. Und dann, liebe Leute, können wir uns schon für die Rebellen entscheiden. Boah, ist das dunkel. Ey, ich sehe gar nichts mehr, auch mit der Brille. Scheiße. Hier hoch? Bin ich nicht. Ich muss pennen gehen. Ich sehe nichts. Ich brauche ein Bett. Hilfe. Hier hoch. Der letzte Scheiß. So. Schön. Er hört so auf zu regnen, hoffe ich. Nee. Dann penne ich nochmal. Ich habe keinen Bock auf den Regen. Jawohl. So. Ab zum Mojok. Und dann nach Vanguard, Leute. Dann wird richtig geschlitzt, ey. Glaubt mal. So, hier hoch. Das Ding ist, wir sind dann mit jeder Stadt... wir sind dann... Oh, Alter, wir sind dann mit der Wüste durch. Wir sind dann mit Mythana durch. Also mit Varan sind wir durch, mit Mythana. Und dann Nordmar. Das ist der letzte Abschnitt, Alter. Wir sind ja bald dann durch, ey. Ich schätze noch so 30, 40 Folgen. So, Mojok. Ich hab deinen scheiß Nebelgeist. Hier ist dein Nebelgeist. Mora, du erstaunst mich. 100 Ruf. Das war nicht völlig dumm. Geh zu Gnar. Er soll dich in die Burg lassen. Dort sind auch viele durstige Krieger. Gut. Ja. Gehen wir jetzt nach Vanguard. Ich guck nochmal. In Silden haben wir ja die ein oder andere Quest noch. Befreie Silden von den Orks auf der Suche nach dem perfekten Schiff. Das müssen wir ja dann in Nordmar machen. Anok soll erfahren. Ja, das wird er noch. Ja, okay, das... okay. Das ist alles erst, wenn wir die befreien. So, Konrad will seine Magie zurück. Das ist auch erst im Endgame. Zerstört das Rebellenlager Nemora. Nee. Beseitige Sklavenwache. Naja, das hatte ich ja verkackt quasi. Die gibt's ja nicht mehr. Jorik braucht alte Waffen. Gibt's ja auch nicht mehr. Ich habe der Montera befreit. Da gibt's nicht. Für mich das... Nee, das mache ich auch nicht. Ja, dann... Leute, ich setze meine Brille ab mal, weil... Boah, Alter. Weil die hat hier so eklig Glitzerkram drauf. Oh. Und das schneidet da rein, gerade wenn das Headset und die und meine schöne Frisur dann auch noch drauf drückt. So, Vanguard. Die Hauptstadt der Menschen. Wir haben diesen Teleportstein in Gotha gefunden, haben sie aus den Klauen des toten Dämons entrissen, um zum König zu kommen. Wir werden für die Rebellen kämpfen, denn wir wollen die Paladin-Rüstung, ihr geilen Schnitten. Und ich will mit dem König reden. Mit dem haben wir auch noch eine Rechnung offen. Beziehungsweise Lee. Oh lol. Warte mal, kann ich das hier einfach direkt mal machen?
So, wir sind jetzt in Vengard drin. Und direkt mal richtig wie Assassin-like hier die Scheiße aussehen. So. Ich speichere mal. Da ist schon der erste Paladin. Wir sind anscheinend hier im Rebellengebiet. Die Stadt ist umkämpft. Endlich hat Markus. Es jemand geschafft. Wir haben so lange auf ein Zeichen von draußen gewartet. Willkommen, Fremde. Geil. Was ist hier los? Direkt andere Musik. Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier angeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charybdo in der Burg des Königs. Charybdo. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Puh. So, was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort hier? Es ist der alte Innos-Tempel der Stadt. Wir haben uns hierher zurückgezogen. Wir kommen weder vor noch zurück. Grabenkrieg, ich muss zum König. Ich muss zum König. Eine ganze Garnison Ork-Krieger steht zwischen hier und der Burg des Königs. Nur ein Wahnsinniger würde versuchen, durch die Stadt zur Burg zu gelangen. Das klingt nach einem Job für mich. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Wenn du den Tempel verlässt, dann blicke nach Süden. Die hohen Mauern und Türme gehören schon zur Burg des Königs. Aber um dorthin zu gelangen, musst du durch die von Orks verseuchte Stadt, Fremde. Gib mir den Feuerkelch. In Ordnung, aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Das ist über die geile Rüstung, ey. Er ist außerordentlich wertvoll. Die will ich. Nicht mehr die Scheißkleid, ey, wirklich. Was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts. Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von 5 Feldherren, die die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Mach ich. Ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich bin Assassine, ich hoffe, Junge. Dass deine Kampfkraft so groß ist wie deine Überheblichkeit. Überheblich, Junge, ich die hab Feldherren schon weggefickt, was nicht. Haben sich in den großen Häusern der Stadt niedergelassen. Egal. Viel Glück. Ich hoffe, ich sehe dich in einem Stück wieder. So. Was ist an diesem Feuerkelch so wichtig? Ja, das weiß ich. Das fragst du mich? Ich weiß nur, dass die Feuermagier ganz heiß auf die Dinger sind. Der wieviel ist das jetzt eigentlich für von mir? Also den ich in meinem Besitz hab. Warte. 11. Alter, es gibt doch nur 12, oder? Ja. So, was haben wir hier? Rebell. Oh, da sitzt noch ein Paladin. Georg. Du bist von draußen gekommen, oder? Schön deutsche Namen. Hoffentlich hast du Markus, ein wenig mehr Georg. Mumm in die Knochen als die anderen Feiglinge hier. Klar, Mann, lass ballern! Alles wegficken. Wie kann ich dir helfen? Die Frage ist, wie wir uns gegenseitig helfen können, Bruder. Bro. Ich muss in die Burg. Und nice, ich, schätze, ich auch. Du könntest auch einen Waffengefährten brauchen bei dem, in was dem du vorhast. Geil. Lass mich an mir. Deiner Seite kämpfen. Ja, Mann! Guck mal, der hat genauso Bock was wie ich. Was willst du in der Burg? Ich muss mich bei Koprin, dem Oberbefehlshaber der königlichen Garde, melden. Hier ist richtig er muss wissen, dass richtig hier immer geil. Noch einige um ihr Überleben kämpfen. Alles klar. Warte, machen wir gleich. Ich guck mal, was hier ist. Oh, lol, hier ist übel. Alter. Also das hier ist richtig jetzt noch Kriegs... Okay, es geht los. Das bringt nichts. Es geht los. Komm mit. Los geht's! Irgendwer hat mich gerade gesehen. So, Leute, seid ihr bereit? Jetzt bist du dran! Komm du da hinten auf. Hier werde ich's zeigen. Bleib stehen! Okay, wir kämpfen uns frei. Gut gemacht! Weg mit dir, Junge. So, nächster. Hey, da sind Speer können nicht. Jawohl, weg mit euch! Okay, der geht da voll hin. Den hat er nicht. Oh ja, Paladin, Alter, mit der Hellebarde. Auf sie! Wir haben uns! So, jetzt wieder drauf! Ja! Lol. Alter, ist hier Krieg! Das sieht schon wie ein Anführer aus. Feldherr Barak. Eieiei. Oh, ich muss weg. Ich muss kurz einen Heiltrank nehmen. Alter, ist hier... Scheiße, die stürmen den Laden! Komm her, du Affe. Den habe ich. So, jetzt der Feldherr. Wenn wir den haben... Boah, hält der aus! Mach ich mit schnellen Angriffen.
Dann fällt er nicht hin. Zack! Auf den nächsten! Ihr kommt hier nicht durch, Jungs. Hier ist unsere Bude. Er schießt ihn! Ja! Oh lol, das ist ein Schamane. Der hat geschossen. Er schießt ihn. Scheiße. Eieieiei, der wettet ja nur ab hier. Scheiße. Den habe ich. Ich will nicht sterben. Georg ist gestorben. Nein. Au. Hey. Scheiße, Georg ist... Oh, nee. Soll ich neu laden? Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Quest war. Oh, Alter, die Kämpfe hier... So, weg mit dir. Wer bist du denn? So, nächster. Scheiße, hier ist Georg. So, Alter. Ich glaube, ich lade neu, weil ich weiß halt nicht, was das jetzt für eine Quest war. Ups. Ich glaube, ich lade echt neu, Leute. Ich würde die Quest echt gerne mitnehmen. Ich weiß, es ist irgendwie, es gehört dazu. Aber erstens sind hier gerade alle Rebellen tot. Was übel behindert ist. Ich hätte die nicht anlocken sollen, glaube ich. Alter, was eine Schlacht, ey. Auf der anderen Seite, wird er den Rest der Kämpfe überleben? Also, ja doch, ich würde es schon gern versuchen. Es war jetzt alles ein bisschen überrumpelt irgendwie. Ich lade mal neu. Ich hätte schon den Georg dabei. Ich will die Quest abschließen. Warte mal. Ist hier irgendwie... Wird die hier nochmal... Er muss wissen, dass hier immer noch einige um ihr Überleben kämpfen. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Ob das vielleicht sogar Ruf bei den Rebellen bringt. Ich weiß es nicht. Ich lade neu. Ich will diese Quest durchziehen. Ich glaube, das würde auch die Kämpfe viel interessanter gestalten. Ihn halt lebend durchzuboxen. Andernfalls würde ich jetzt einfach nur durchmarschieren. Das wäre irgendwie doof. So haben wir dann noch ein bisschen mehr Spannung in den Kämpfen. Ihn am Leben zu halten. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Ich will einfach die Quest mitnehmen hier in Vanguard. Und ja. So. So, den überspringen wir hier kurz. Blablabla. Dafür gibt es jetzt auch ein bisschen Überlänge, Leute. Ja, nee, fair. Ich meine, nur sagt, wenn so. Ja. Viel. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Ich passe einfach nur auf ihn auf, Leute. Ich bleib einfach an seiner Seite. So. Aber das, ich wette, der Schamane hat ihn voll weggebombt, weil normalerweise halten die das so richtig viel aus. So, jetzt speichere ich. Und wir versuchen, ihn jetzt am Leben zu halten. Stürze ich mich gleich in den Nahkampf? Eigentlich ist es besser, wenn... Wie gehe ich das an? Gehe ich einfach mit ihm full hem? Ziehe ich die rein? Warte mal, ich sag immer, warte hier. Ich halte hier die Stelle. Ich werde versuchen, ein bisschen alleine. Ja, ich greife erstmal hier an. Ich werde versuchen, die alleine ein bisschen zu machen. Dein Kopf gehört mir. Da! 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 So, die Rebellen sind noch ruhig. Da! Ach, krass! Okay, warte, jetzt habe ich... Warte, wo ist Georg? Wo ist Georg? Okay, jetzt geht's wieder los, aber wo ist Georg? Da ist Georg.
Georg, komm mit. Dann wollen wir mal. Ab geht's. So macht man das. Jawohl. Oh Gott, es leckt. Oh, es leckt. Warum leckt es? Ja? Schaman ist gefährlich. Das war knapp. Das, Georg. Er kriegt gerade voll aufs Maul. Aber... Ja, verpiss dich! Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Schnell einen Schluck trinken. Und dann ab zu Georg. Oh lol, die ballern alle mit ihrer Armbrust rein. Scheiße, scheiße, scheiße. Verpiss dich mal hier. Jawohl. Komm her, du Lappen. Wo ist Georg? Ja, ich brauche einen Heiltrank. Ich muss auf den Schaman, glaube ich, gehen. Da ist Georg. Ne, wo ist Georg? Hey, wo ist Georg? Uiuiuiui. Wo ist Georg? Wo ist Georg? Wo ist Georg? Hey, wo ist Georg? Scheiße, ich habe ihn verloren. Ist er das hier? Da. 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 Wo ist Georg? Bin ich gut oder bin ich gut? Da ist Georg. Heiltrank. Hier. Nimm ihn und trink ihn. Nice. Er lebt. Es sind zwar wieder alle anderen tot, aber ich glaube, das ist nicht zu vermeiden. Gut, Georg lebt und ein Rebell. Geil. Jetzt wird gelootet, Alter. Hier kannst du so scheiße viel looten in Vanguard. Das ist der Shit. Okay, dass er überlebt hat, ist jetzt mega nice. Geil. Weil ich war mega irritiert, dass... Weil ich dachte, er hatte ein Schild. Und auf einmal sehe ich nur noch einen Paladin mit einer Zweihandwaffe. Deswegen dachte ich, das wäre nicht Georg. Aber okay, der hat wohl geswitcht, der Boy. So, kurz eine Bulette hier. Alter, so wird das hier weitergehen im Vanguard. Also, das wären ein paar geile Folgen, die nächsten. So, schön looten, Alter. Also, spätestens nach Vanguard ist man so steinreich. Ach, Leute, hier ist ja auch noch ein Rebell. So. Die Frage ist, dürfen wir auch die Truhen looten? Weil es ist ja quasi free for all hier im Vanguard. Aber ich probiere einfach mal aus. Jo, der hat kein Problem damit. Hoffe ich. Nicht, dass das hier dann auch für den Bergfried triggert, wenn wir beim König sind. Hm. Okay. So, was haben wir hier? Ich finde es übrigens interessant, oder... Ja, interessant, warum man hier in Vanguard nicht für die Orks kämpfen kann. Also, man hat ja quasi keine Wahl. Das wird sich vielleicht noch erklären. Ich glaube, man kann dann für die Orks quasi das Attentat auf den König vollziehen und dann halt so tun, als würde man für ihn kämpfen und sich durchkämpfen. Aber ja. Ich fände es halt cool, wenn man hier so mit den Ork-Anführern reden könnte. Okay, da ist, da sind welche. Hatte ich jetzt hier alles gelootet? Ja, wir gehen hier, wir sind jetzt relativ am Rand der Stadt. Richtung Wasser. Du bildest mal die Vorhut und ich knall die Boys hier. Eieiei. Oh, Scheiße. Oh, ich gehe auf die Armbrustschützen. Eieieiei. Jetzt haben die mich hier hochgeballert und ich kann nicht mehr zuhauen. Scheiße. Schön. Eieieiei. Gehst du auf ihn? Nice. Okay. Da.
Sehr schön. Ich hab's immer noch da. Nice. Alter, richtig weggepfeffert. So. Und nochmal ein Happen Bulette. So, wie gesagt, jetzt als Entschädigung dafür, dass wir vorhin neu geladen haben. Mit Görk ist es einfach viel geiler. Es macht viel mehr Bock. Ihr werdet es nicht bereuen. Ein bisschen Überlänge. Ich weiß gar nicht, ob es hier im Vanguard schwere Truhen gibt, so. Ich denke mal. Metalltruhe, schade. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Nächste Folge geht's weiter, Alter. Das wird ein Riesengemetzel. Also in diesen Häusern sollen... Es gibt insgesamt 5 Anführer sein. Der eine ist ja uns schon, ich schätze mal aus dem Haus, uns da entgegengelaufen. Den haben wir schon weggehauen. Georg, alles gut. Aber ich gebe dir nochmal einen Halt, wenn das so voll bist für den nächsten Kampf. Trink. Ah, er trinkt den erst ab 50%. Na gut, wir sehen uns morgen. Haut rein.